Löten, bauen, selber machen. Die Tech2U ist fester Bestandteil der Hannover Messe mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler für die Technik zu begeistern. Auf dem Stand des VDE bauen die jungen Erwachsenen mit Hilfe des VDE YoungNet einen Lucky Cube und gewinnen dabei erste Einblicke in die Elektrotechnik. Für die Leute ist es hier einfach Elektrotechnik zum Anfassen. Das ist was, womit sie was anfangen können. Das ist nicht nur grobe Theorie, sondern das ist einfach mal schöne Praxis, wo man sehen kann, was kann man denn mit der Elektrotechnik machen, was kommt denn überhaupt bei raus, wenn man Elektrotechnik betreibt. Und das wird hier schön veranschaulich dargestellt durch das Löten der Bausätze. Was die Schülerinnen und Schüler im Kleinen proben, ist für die Fachbesucher Business as usual. Unter dem Motto Integrated Industry dreht sich in Hannover alles um die Fabrik der Zukunft. Hier steuert das Werkstück eigenständig durch die Fabrik. Der Werkarbeiter agiert Seite an Seite mit dem Roboter. Die Produktionsanlage erkennt jeden Fehler sofort und behebt diesen automatisch. Das ist Industrie 4.0. Noch knapp 10 Jahre, dann ist die Smart Factory Realität. Davon sind der VDE und seine Mitgliedsunternehmen überzeugt. Wesentliches Merkmal in der Zukunft wird darauf liegen, dass wir den Kundennutzen tatsächlich rausarbeiten, beweisen, belegen, dass die Versprechungen auch tatsächlich eingehalten werden. Und wenn wir das vernünftig hinkriegen, dann werden wir die Akzeptanz kriegen und damit auch die Investitionen in die neue Technologie. Wenn der Roboter seinen Sicherheitskäfig verlässt und zum Kollegen wird, kann das bei den Beschäftigten Angst um den Arbeitsplatz hervorrufen. Im Audi-Werk Ingolstadt arbeitet der erste Roboter Hand in Hand mit den Mitarbeitern. Angst hat hier keiner. Im Gegenteil, die Beschäftigten freuen sich, dass jetzt der Kollege Roboter für sie die schweren Arbeiten übernimmt, die bei ihnen zu Rückenschmerzen führen. Unsere Produkte werden von Menschen gekauft, unsere Dienstleistungen werden von Menschen in Anspruch genommen. Also zum Schluss muss Industrie 4.0 den Menschen dienen und nicht umgedreht. Sonst werden wir nicht nur aus Kundensicht, sondern auch aus Sicht unserer Mitarbeiter, aber auch der gesamten gesellschaftlichen Akzeptanz, weil Industrie 4.0 keine Fortschritte erzielen wird. Laut VDE-Trendreport Elektro- und Informationstechnik 2015 wird nach der Energiewende Industrie 4.0 das größte Standortpotenzial bescheinigt. Wir erwarten, dass insbesondere der deutsche Mittelstand hier eine hervorragende Rolle weltweit einnimmt. Industrie 4.0 ist praktisch schon ein kleines Markenzeichen Made in Germany im Ausland geworden. Das internationale Publikum der Messe betrachtet die Entwicklung in Deutschland mit großem Interesse.